Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu Part 3 von 4 der gesamten Vorstellung von Wargear. Dabei handelt es sich um wirklich krasse Maschinen, die man Minecraft baut, die sich gegenseitig mit TNT-Kanonen hin und her zerfetzen. Und in der heutigen Folge seht ihr mal, wie das dann so aussieht, wenn zweier dieser Maschinen gegeneinander duellieren. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, dann würde ich sagen, ja offiziell mein erster Wargear-Kampf, den ich miterlebe. Und wir starten in 5, 4, 3, 2, 1, go! Und liebe Leute, ihr könnt in die Kommentare gerne mal schreiben, was ihr glaubt, wer gewinnen wird. Wobei, ich habe da schon eine Ahnung. Ah, das Problem ist, also beide extrem gut und beide gut ausgeglichen, auch die Spieler. Es kommt dann natürlich auch auf die Skills an, also der Spieler muss natürlich sehr schnell die Kanonen beladen, er muss sehr schnell drücken. Und es ist natürlich auch ein bisschen Glück mit bei. Also wenn man gerade in der Kanone reinschießt, wo die gerade beladen wird, dann hat man natürlich auch nochmal die volle Breitseite von TNT, was das angeht. Da wurde gerade hart geschossen. Schön abgefangen durch die Arti-Schilde, wie man gesehen hat, also quasi wurde natürlich hier oben vorne dann ein bisschen getroffen. Ja, am besten die beiden Spieler, die gerade in den Wargears sind, einmal kurz sagen, was ihr gerade so macht, dass wir das mal ein bisschen verfolgen können. Also ich stehe gerade unten an den Luftstich. PV3 wurde unten links ein ordentlicher Stich reingetroffen. PV3 hat noch einen Stich kassiert unten in der Mitte. Und was war das für PV2, ne? Nee, PV4. PV4 und PV3. Also PV3 ist das rote und PV4 ist das graue. Genau. Der PV4 hat hier oben auch nochmal einen Luftschicht ordentlich reingetroffen bekommen. Der hat jetzt, was war das, ein Mörser? Das ist eine eine Arti, die ich belade. Eine Arti. Man hört die ganze Zeit hier einsteigen. Ich suche gerade die Spieler. Also, wo seid ihr denn gerade in der? Also, ihr bewegt euch ganz schnell an Bord, ne? Ich bin oben irgendwo in der Mitte bei dem roten Teil. Aber natürlich auch noch diese Sache. Du warst ja so verwundert, als du gefragt hast, ob man auch da mehrere Leute reinpackt in so Wargear. Das ist natürlich eigentlich sogar mehr gang und gäbe, dass man mit mehreren Teams spielt. Klar. Schön ausgeglichen ist es natürlich 3 gegen 3 oder sowas meistens oder 4 gegen 4 sogar. An so einem ganz großen Mega-Wargear haben wir teilweise auch schon mal oder auch schon damals einmal mit, weiß nicht, 8 Leute in einen Wargear geköpft. Das ist auch schon geil. Macht natürlich auch richtig Spaß. Ja, ich sehe gerade, wie taktisch die auch spielen. Jojo hier gerade belädt die Kanone, feuert ab und rennt schon sofort zur nächsten Kanone. Also ihr kennt euch wahrscheinlich auch sehr, sehr gut aus innerhalb der Wargears. Und ich glaube, ich habe mich ja erstmal komplett verlaufen, als ich das erstmal in so einem Ding drin war. Das ist, glaube ich, in so einem Fight nicht so geil. Oh, der hat gesessen. Haben wir, aber beide sind noch nicht kampfunfähig, ne? Nein, es geht noch so lange, bis sie halt entweder selber sterben, die Spieler, oder bis das gesamte Wargear keine Kanonen mehr besitzt. Ah, verstehe. Ich glaube, hier wird es auch recht schwierig, dass wir kampfunfähig werden. Alleine schon, wie wir im Moment schießen. Kann okay, dann sein? Dürft ihr jetzt eigentlich gerne mal den, ich sag mal, Arschloch-Modus herauspacken. Also versucht zu gewinnen. Ja, ich bin dabei. Okay. Ich mache halt aber die etwas langsamere, aber dafür sicherere Taktik. Aber das ist halt das Problem. Stell dir vor, du belädst gerade eine Kanone und jemand schießt da rein und aktiviert damit deine Kanone. Also der TNT genau, muss ja... Genau, genau. Ja, damit ist die Sache. Musste schneller sein. Da das kann man sich natürlich auch vorher beim Bauen auch ein bisschen schützen, indem man sagt, wir bauen jetzt automatische Shots da vorne ein, wie beim V5 zum Beispiel gesehen haben. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Wenn man schießt. Bis zu einem also gewissen Grad. Wenn die Stich reinfliegt, dann ist der auch nicht mehr viel wert. Guck, die Kanone hier hat jetzt zum Beispiel gar nicht mehr richtig gefeuert, weil hier Wasser reingelaufen ist. Deshalb konnte er die gerade nicht richtig abfeuern. Sehr, sehr interessant. Das heißt, man darf auch keinen Fehler beim Beladen machen. Ich meine, stell dir vor, so ein Beladefehler und der Schuss geht nach hinten los, dann ist nicht gut, ne? Ja. Es passiert häufig mal, dass Kanonen innerhalb des Wargears explodieren und dann ab und zu im allerschlimmsten Fall sogar eine Kettenreaktion auslösen. Ja, du hast auf jeden Fall schon gut an Stellen. Ja, ich höre schon Alarm in dem einen Wargear. Ja, nach unten sollte ich wohl nicht mehr. Unten ist tote Hose. Ja, also damit hast du, glaube ich, meine letzte Kanone gekillt. Naja, okay. Ich glaube nicht. Wobei die Art. Nee, die Art, die würde nicht mehr funktionieren. Die funktioniert nicht mehr. Eine haben wir doch noch, eine, die funktioniert. Obwohl, oder? Wird die hier noch funktionieren? Ich glaube, die hier könnte noch funktionieren, die genau in der Mitte ist. Wenn ich das richtig sehe. Exakt die Mitte. Ich glaube, die ist kaputt. Die ist kaputt? Ah ja, hier fehlt was. Oh ja, oh ja. Ja. Ich glaube, ich habe aber trotzdem noch was gefunden. Und ich weiß nicht, ob du da hintreffen kannst. Also wenn man quasi jetzt so spielt, dass man nicht mehr macht, muss dann ein Gegner dann aufgeben. Da muss dann sagen, okay, Schluss, jetzt wird nichts also mehr. Also normalerweise wird das über einen Plugin gelöst.
Oder man geht halt einfach in den Bowfight, aber ja, wir haben gerade keine Bögen dabei, also... Und irgendwann steigen dann so zwei Spieler aus so riesen Wargies aus und bekloppen sich am Ende mit dem Schwert hier gegenseitig in der Mitte. Das, okay. Das würde ja zum Verlassen des Wargies zählen und das Verlassen des Wargies ist natürlich auch ein Grund zum Ausschalten. Stimmt. Also, da gibt es natürlich auch Modi. Es gibt nämlich nicht nur Wargears, sondern auch zum Beispiel das Ganze in kleiner, das nennt sich Mini-Wargears. Oder auch Warships. Und bei Warships stehen halt zwei Schiffe gegenüber. Und dort gibt es auch dann die Enter-Phase, wo man rüber kann und dann wirklich mit einem Schwert aufeinander einprügeln kann. Ah, stimmt, Warships ist dann quasi eine On-Water. Oh, ich guck mal gerade, hier ist nochmal hart geschossen. Ja. Gibt es dann auch sowas wie zum Beispiel, was damals CubeHamster mal vorgestellt hat, solche Raketen, die dann rüberfliegen können und so. Ah, stimmt, kann man eine, oder dürfte man solche eigentlich auch bauen? Solche Slime-Raketen? Also bei Warships ja, bei Wargis nein. Ah, okay, gut. Also es gibt auch Mega-Wargis, ich kenne auch einen, die haben auch Raketen drin, das gibt's auch. Aber das ist natürlich auch wieder ohne Regelwerk dann. Die sind natürlich dann auch nochmal richtig hart, weil man da ziemlich böse Sachen mitmachen kann. Stellt euch mal vor, ihr könntet die Spender verschieben. Oh, was man da für einen Spaß mit haben könnte, oder? Man kann mit vielem, glaube ich, gut viel Spaß haben. Alter, man hört die ganze Zeit Minecraft boom. Und generell an den Wargames, weil man halt einfach so viel Freiraum hat. Man kann ja quasi machen, was man möchte. Aber durch den Endstone, ich merke halt, wie genial das ist. Also man hat schon, also es geht schon einiges kaputt, aber es geht nicht so schnell kaputt. Also man kann schon etwas länger spielen. Also, wow. Okay, ich habe gerade meine eigene Kanone kaputt gemacht. Das ist natürlich intelligent. Gerüchte sagen, ich habe eine Wasserquelle beladen. Okay. Und die ist jetzt natürlich platt und jetzt geht die Kanone nicht mehr. Ich sollte mal die Alarme stumm schalten. Ah, ne, funktioniert nicht mehr. Ups. Passiert. Ei. Wow. Ja, ich glaube, hier oben auf dem Dach die Kanone funktioniert noch, aber ich glaube, die... Ah, ne, hier gibt es keine auf dem Dach. Bei dem... Auf der anderen Seite gibt es noch eine auf dem Dach. Oh, weißt du was? Ich mache jetzt mit hier. Komm, ich helfe mal eben ganz kurz. Ich will auch eine Kanone mal gucken, ob ich es hinkriege, die richtig zu beladen. Ah. In welchem Wargear bist du? Nein. Also die vorderen zwei Projektile raus. Genau. Und die kann man noch voll. Also die Sache ist, wenn es falsch belegt, du erfährst es als erstes. Ja, okay, stimmt. Mal gucken, ob ich jetzt auch noch hier was leisten kann. Da ging irgendwas nicht mehr. Ja, oh Gott, nee. Da hast du Technik weggeschossen. Ja, ich glaube, das war jetzt wirklich meine letzte Kanone. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mit dem Game Mode und ja. Ja, also, Applaus. Krass. Also wirklich bei so Events und so sind Wargifights natürlich noch viel intensiver. Wer hat jetzt gewonnen? Warte mal, wer hat jetzt gewonnen? Ich bin, glaube ich, was Technik angeht. Also im grauen Teil ich. Okay, der Graue hat gewonnen. Gut. Ja, aber okay, aber der Rote hat sich auch wacker geschlagen, ne, der Public. Ja. Yes. Also, ich sehe jetzt, ist das, oder war das nicht der Public? Beides ist ein Public. Beides sind Public Wargis. Ich sehe jetzt schon eine goldene Frage kommen, und zwar, Alter, wie krass ist das, wo kann ich das machen, oder ich will auch, von vielen Zuschauern. Geht's jetzt, oder wie können die Zuschauer verfahren, wenn die sich dafür interessieren, da jetzt nochmal einsteigen möchten, vielleicht auch mal so einen Kampf machen möchten, ihr eigenes Wargi entwickeln, wie geht's da weiter, erzählt mal. Ja, also entweder auf steamwar.de oder myplayplanet.net joinen. Okay, und dort könnt ihr dann halt auf dem Bauserver bauen und auf dem Arenenserver. Auf SteamWar könnt ihr das halt aufrufen, indem ihr /fight, dann den Spielmodus, also Wargear in dem Fall. Und dann müsst ihr euch eine Arena aussuchen, macht. Und dann wird ein Fight halt gestartet und ihr könnt, und da wird halt irgendwer beitreten hoffentlich und dann könnt ihr da halt fighten. Auf SteamWar ist halt der rote Wargi da auch verfügbar. Der heißt Wartech PV3. Und auf MyPlayPlanet joint ihr auf dem Arenenserver und wenn da wer steht, könnt ihr den mit dem Duellschwert herausfordern. Dann müsst ihr eine Größe auswählen, also die Maße halt. Tier heißen die da, also Tier 3 wäre das in dem Fall. Und dann könnt ihr halt noch eine Arena auswählen und dann auf Public Wargear klicken und dann habt ihr da auch das rote und das graue, die heißen Wartech PV3 bzw. PV4 da. Und dann könnt ihr da halt einfach fighten und auf dem Bauserver. Ich hab Easter Egg gefunden. Oh mein Gott, krass. Hier oben ist kein Easter Egg.
Schön. Oh, ja. Also sehr, sehr, sehr nice. Gibt es auch noch so Discord eventuell oder eine Community, wo man sich ein bisschen austauschen kann, falls man mal Fragen hat oder so. Ihr könnt natürlich die Fragen gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, wenn ihr die Experten selbst anschreiben wollt oder da mal selbst fragen wollt, macht ihr das am besten auf? Ja, am besten auf unserem Vortech-Community-Discord. Ansonsten im Game-Chat. Ihr könnt auch immer im In-Game-Chat auf den beiden Servern fragen, da ist bestimmt immer irgendwer bei, der euch hilft. Ja, awesome. Perfekt. Ja. Dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für die Vorstellung und ich bin absolut beeindruckt davon. Ich hätte nicht gedacht, dass das so krass ist. Kommt noch ein Mega-Wargame-Part in Klammern? Ja. Ich bin, wir gucken uns doch die Mega-Wargames an. Ja, wir können uns dann, jetzt so ein Projekt also durchringen, wo das wirklich alles noch hingehen kann, wenn wir von Regelwerk ein bisschen weggehen können. Ja. Okay, dann gucken wir uns das im nächsten Part an, Leute. Oder? Dann setzen wir noch eine Stufe drauf. Mir war gar nicht bewusst, dass. Okay, krass. Es geht noch eine Stufe höher. Alter. Fein. Dann bis zum nächsten Part. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Wiedersehen. Oh Mann.